Gosch-Beflügel-Spendenwettbewerb. Am Freitag verkaufte das Unternehmen in seinen Filialen in Wenningstedt und List Fischbrötchen für einen guten Zweck. Zusammengekommen sind dabei mehrere tausend Euro. Jürgen Gosch hat den Betrag großzügig aufgerundet und spendet nun 10.000 Euro an die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Gosch unterstützt damit den Spendenwettbewerb Reddach gegen Reeperbahn. Unter dem Motto Wer spendet mehr, Sylt oder Hamburg, hat die DGZRS alle Liebhaber der Insel und der Hansestadt dazu aufgerufen, sich an der Finanzierung eines neuen Seenotkreuzers zu beteiligen. Dieser befindet sich bereits seit März im Bau. Heute ist mit einem Kran die Hauptmaschine des Seenotkreuzers in den Bauch des Seenotkreuzers eingesetzt worden, und das war Präzisionsarbeit und wird jetzt in den nächsten Tagen auch noch Präzisionsarbeit werden. Das heißt, der Seenotkreuzer selber ist nahezu schon fertig gebaut, die Endausrüstung läuft und es wird auch nur noch wenige Wochen dauern, bis er zum ersten Mal ins Wasser geht. Ende 2013 soll der neue Seenotkreuzer in Dienst gestellt werden und die Minden auf der Station List ablösen.